Jo Leute, da bin ich wieder, heute mit dem lang ersehnten FSK 18 der Horrorfilme. Ich möchte noch betonen, vielleicht erwähne ich auch Filme, die FSK 16 haben, aber die Hauptsache ist mal das, wenn ihr noch keine 16 seid und noch keine 18 seid, seht euch diese Filme nicht an. Wie gesagt, ich habe auch eine Verantwortung und ich würde auch nicht wollen, dass Leute, die 14 sind, sich einen Horrorfilm ansehen, der erst ab 18 ist. Das macht keinen Sinn. Da kriegt ihr nur Albträume, vielleicht psychische Störungen oder sonst irgendwas. Es sind definitiv Bilder und Szenarien, die manche vielleicht in einem gewissen Alter nicht vertragen, gut verarbeiten können. Und das muss ja nicht sein, ne? Okay. Wie gesagt, es sind jetzt Filme, die ich persönlich gut finde, die mir persönlich auch gefallen haben. Und darüber möchte ich sprechen. Und viel Spaß bei dem Video. Vielleicht sollte man, wenn man Zombie-Fan ist, mal mit den Filmen anfangen von George R. Romero, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Land of the Dead, Diaries of the Dead, Survival of the Dead. Wie gesagt, im Zombie-Genre eine richtig große Persönlichkeit, die das Zombie-Genre auch überhaupt erst möglich gemacht hat. Diese Filme kann ich definitiv empfehlen, wobei Land of the Dead ist jetzt nicht mehr so der große Bringer. Survival of the Dead, es gibt viele Kritiken, die sagen, der Film ist schlecht und... Ja, aber bildet euch einfach selber mal ein Urteil. Weiters ein Film, den ich auch wirklich extrem gut finde, ist von Dario Argento. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Mother of Tears. Mother of Tears ist einer der besten Horrorfilme aus Italien. Unglaublich. Die Story ist, ich will natürlich nicht spoilern, den solltet ihr euch unbedingt ansehen, Mother of Tears. Ganz kurze Info. In dem Video geht es um drei Hexen, es ist eigentlich eine Trilogie. Mother of Tears ist Teil 3, der leider Gottes erst sehr spät erschienen ist. Der erste Teil, Suspiria, ist in den 70ern erschienen und dann kam, ich glaube in den 2000ern oder Ende des 20. Jahrhunderts, kam Mother of Tears. Wirklich perfekt. Es ist einfach das Szenario, eine der drei Hexen lebt noch und hat halt satanische Verbündete. Es ist wie ein Wettlauf um die eigene Existenz. Die Hauptdarstellerin ist nämlich mit einer guten Hexe verwandt. Und die böse Hexe will natürlich die Nachkommen der guten Hexe vernichten. Und die gute Hexe, die Tochter von der guten Hexe, versucht dagegen anzukämpfen und muss sich auf ihre Reise und ihren Recherchen mit diversen satanischen Personen auseinandersetzen, wird verfolgt. Wirklich ein extremes Spektakel der Spannung, des Horrors. Den solltet ihr euch definitiv unbedingt ansehen. Weiters, was vielleicht auch noch nicht schlecht wäre, wäre der Film Cabin Fever. Cabin Fever. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen. Oh, das ist mal was ganz Neues. Eine Gruppe von Jugendlichen, die verreckt. Gibt es in diversen anderen Horrorfilmen. En masse. You know what I'm saying? Jo. Wie gesagt, Cabin Fever ist eine Krankheit, die den Körper zersetzt, höchst ansteckend ist und dann auch mit diversen Horrorszenen gespickt ist und einfach dieses ganze Szenario. Was machst du? Zum Beispiel, wenn ein Freund von dir, ein guter Freund, einen fleischfressenden Parasiten hat. Okay, ich will nicht weiter spoilern. Weiters. Noch ein Film, der auch ganz gut ist, ist Wrong Turn. Und ich meine Wrong Turn Teil 1. Der ist auch ziemlich geil. Selbes Szenario. Jugendliche sind unterwegs, sind mitten in der Pampa bei den Rednecks und werden von mutierten Typen gekillt, die Menschenfleisch fressen. Sprich Kannibalen. Weiters noch. Paranormal Activity. Ein extrem genialer Film.
Aber mein Tipp, zieht ihn euch nicht alleine rein und schon gar nicht in der Dunkelheit. Ich konnte die nächsten 3 Nächte nicht schlafen. Ich hatte richtig Schiss. Also, der Film ist wirklich hardcore. Und dann weiters noch The Call. Ich habe selber nochmal ausgetestet. Im Internet The Call, es gibt auch einen Film mit, ich glaube, mit Halle Berry. Den Film meine ich nicht. Der Film heißt The Call. Ich weiß jetzt leider nicht den asiatischen Originaltitel. In diesem Film geht es auf jeden Fall darum, dass ein Mädchen getötet wird und dann werden die Freunde von dieser Nummer angerufen und durch den Anruf erfährt man, dass man in den nächsten 7 Tagen sterben wird. Auf brutalste Weise. Hat Ähnlichkeiten mit The Ring und jetzt kommt der extrem geile Fun Fact, was ziemlich gruselig war. Ich habe mir den Film angeguckt. Kaum war der Film vorbei, hat mein Telefon geläutet. Und ich dachte mir, what the fuck? Das war richtig spooky. Mich hat einer meiner Freunde angerufen, aber trotzdem, das war richtig spooky. Das Telefon läutet und in 7 Tagen bist du tot. Oder waren es 7 Tage? Ich weiß nicht. Genauso wie The Ring. Was ich auch noch anmerken möchte, wenn ihr euch The Ring anseht, seht euch das japanische Original an, Ju-On. Das ist um einiges gespenstischer als die amerikanische Version. Man sollte sich immer eher die Originale ansehen. Genauso wie bei Rec solltet ihr euch die spanischen Versionen ansehen, die auch ziemlich gelungen sind und der Horrorfaktor ist immens hoch im Vergleich zum amerikanischen Erbrochenen, wenn sie versuchen, was nachzufilmen und so weiter und so fort. Tja. Weiters, was auch ein guter Film ist, ist House of the Devil. Ich habe mir leider den Namen des Regisseurs nicht gemerkt, aber der ist auch ziemlich genial. Ist so mit den alten Elementen vertraut. Zum Beispiel das Mädchen hat einen Walkman am Start. Sie hat Walkman, ist so ein bisschen so 80er Jahre angehaucht, so mit altem Stuff. Den kann man sich auch durchaus ansehen. Weiters auch Drag Me to Hell. Von dem Typen, der die Evil Dead Reihe gemacht hat. Extrem genial. Und Fun Fact für Leute, die es vielleicht nicht wissen. Der Typ, der Evil Dead gedreht hat, hat auch die Spider-Man-Filme gedreht. Not to know. Okay. Jetzt momentan fallen mir just im Moment keine neuen Schmuckstücke ein, aber vielleicht, wenn euch dieses Format gefällt. Es tut mir leid, dass ich jetzt nur die ganze Zeit rumgelabert habe. Diese Filme, über die ich gesprochen habe, ich leider nicht auf DVD. Verzeiht mir und verzeiht mir den ganzen Müll da hinten auf dem Tisch. Ich habe Bewerbungen geschrieben und lange Rede, kurzer Sinn. Und ich hatte keinen Bock aufzuräumen und jo, wenn euch dieses Format, okay, das ist jetzt ein Experiment, aber wenn ihr mehr über solche Themen wissen möchtet, speziell Horrorfilme, dann lasst es mich einfach wissen, postet was in den Comments. Und drückt den Like-Button, Alter! YouTube-Money, Alter, weißt du, musst du Like-Button drücken, oder? Sonst kommt Chatter. Oder Jason oder Freddy oder wie sie alle heißen. Apropos, fuck. Die alten Klassiker sind natürlich auch cool. Halloween. Freitag der 13. Das Telefon. What the fuck? Okay, das war's heute mal von mir. Bye. Okay, ich bin nochmal zurück. Was auch richtige, coole Horrorfilm-Klassiker sind, ist von Stanley Kubrick, Shining. Mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Den könnt ihr euch auch ansehen. Wie gesagt, ich sag immer, seht euch solche Filme nicht alleine an. Schlafstörungen sind vorprogrammiert. Jo. Okay, ich glaube, das war's jetzt wirklich für heute. Okay, viel Spaß. Passt auf euch auf. Schlaft gut. Und seht immer unter eurem Bett nach.
War nur ein Scherz. Peace.